Da sind wir wieder in Baselga di Pine. Das Eis wird hergerichtet. Wir haben noch mal kurz Zeit, zurückzublicken auf das, was sich da vorhin getan hat, über die 1500 Meter bei den Herren. Schauen wir uns noch mal die drei Medaillengewinner an. Konrad Notsch, Linus Heidecker und Adrian Wielgard. Hier ist einmal der Pole, der die Bronzemedaille gewonnen hat, auf der Innenbahn. Der es mit dem Japaner Tücher zu tun hatte. Da nochmal, die Zeit haben wir, weil wir haben Ihnen das ja gerade auch alle schon live gezeigt. Vielleicht nochmal so einen Blick rüber nach Polen, wie sich das so verhält. Studium, Sport, das geht, das funktioniert in Polen ganz hervorragend. Ganz, ganz großes Vorbild in der Hinsicht. Eine Skilangläuferin, Justyna Kowalczyk, die promoviert hat sogar seit dem vergangenen Sommer, sich also Dr. Kowalczyk nennen darf. Und sie hat also unter Beweis gestellt, das funktioniert, auch wenn eine Kowalczyk jetzt in dieser Saison nicht so ganz an die Leistung der letzten Jahre hat anknüpfen können. Aber die hat eben auch fleißig studieren können, während, ja, Wintern, in dem es Olympische Spiele gab, in dem es Weltmeisterschaften gab, in dem sie die Tour de Ski gewonnen hat. Also zeigt es doch, wenn man will, geht das. Zumindest in Polen funktioniert das offensichtlich sehr, sehr gut. Da hat man also einen prima Zugang gefunden. Sie haben das auch gesehen in der Vergangenheit hier bei den polnischen Eisschnellläufern. Also Jan Szymanski, der ja nun ebenfalls, jetzt ist er ja nun entthront, über die 1500 Meter erfolgreich war, hier auch im Weltcup erfolgreich ist und auch entsprechend in seinem Studium doch offensichtlich recht gut vorankommt. Szymanski, der im letzten Jahr auch die 5000 Meter gewonnen hat bei diesen Studentenweltmeisterschaften von Almaty. Ja, und auch die anderen hier auch aus dem Damenbereich, Natalia Czerwonka zum Beispiel, ebenfalls Studentin. Natalia Czerwonka im letzten Jahr mit der Silbermedaille über die 1500 Meter bei den Damen. So, und das war der Bronzelauf des Adrian Wielgard. Zu diesem Zeitpunkt der Japaner, trotz des Problems beim Bahnwechsel und nachher bei dem Wackler dann trotzdem noch mit einer ordentlichen Zeit, aber am Ende reichte das nicht zu einer Medaille. Dann im letzten Paar Linus Heidegger, der Österreicher. Armin Hager war am Ende auf der siebten Position, hatte jetzt zunächst die Bestzeit gesetzt aus dem fünften Paar heraus mit 1:54.00. Der Kollege hier, der Teamkollege, hat es besser gemacht. Am Ende stand da eine 1:52.07. Übrigens in dieser Art und Weise, so organisiert, wie wir das jetzt hier in Baselga di Pine kennen, ist es das dritte Mal, dass es so eine Studentenweltmeisterschaft gibt, obwohl es auch schon im Eisschnelllauf vergleichbare Events gegeben hat, internationale Meisterschaften für die Studenten, haben auch andere bekannte Namen. Also wir haben ja Enrico Fabris haben wir heute Abend kennengelernt, Martina Sablikova, über die haben wir schon gesprochen, war auch Erhard Keller zum Beispiel, schon ein paar Tage her, auch alle schon einmal an solchen oder vergleichbaren Wettbewerben der Studenten teilgenommen. Übrigens diese ersten offiziellen Studentenmeisterschaften, internationalen Meisterschaften, die hat es, wann war es, 1951 gegeben, in Rumänien, in Poina. Also so lange betreibt man das schon. Die FISO ist ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Da sind dann hier auch in Italien 1946, direkt nach dem Krieg, schon sehr, sehr schnell die Verbände gegründet worden. CUSI heißt das hier in Italien. Da wollte man keine Nachfolgeorganisation der GUF haben. Das war die Gruppe Universitäre Fascista. Da hat man gesagt, nee, das bauen wir ganz neu auf, das Ding machen wir platt. Und dann hat man 1946 eben die CUSI gegründet. Und dann später kam ja die FISO dazu. Und seitdem gibt es die FISO als Dachverband, so wie den IOC und dann eben die jeweiligen Studentenlandesverbände dazu. Kann ich Ihnen sagen, den Linus Heidegger, den haben wir jetzt ein bisschen gerade beiseite geschoben. Aber die Silbermedaille haben wir gewürdigt heute Abend und haben sie Ihnen bereits auch schon live gezeigt. Und dann aus dem Paar 11 heraus Konrad Notsch.
mit der Bestzeit, nachdem der große Favorit aus Italien, Mirko Giacomonenzi, aus dem 10. Paar heraus mit seiner 1,54,17 keinen Blumentopf gewann. Kein Land sah an diesem Abend Konrad Notch. Siegerzeit am Ende 1,51,22. Und er hat ja noch ein paar Jahre Zeit, auch um eine gute Entwicklung zu machen. Übrigens, der internationale Verband, also jetzt nicht die FISO, sondern wir sprechen jetzt mal vom Eisschnelllaufen, die ISU, die kümmert sich ja auch so ein bisschen, vergibt ja auch Stipendien an Sportler, eben aus kleineren Eisschnelllauf-Nationen. Wir haben in diesem Jahr bei den Europameisterschaften zum Beispiel mit Bidondo einen Spanier gesehen, der ebenfalls so ein Stipendium besitzt. Da haben wir ja auch in Inzell in Deutschland die Speed Skating Academy, an der Jeremy Wotherspoon lange Zeit tätig war. Der ist mittlerweile nach Hamar gezogen, nach Norwegen, leitet dort die norwegische Eisschnelllauf-Akademie. Da sind dann auch einige hingegangen, die vorher in Inzell waren. Arthur Wasch zum Beispiel, der Pole, oder Saskia Alusalo, die Lebensgefährtin von Arthur Wasch, die aus Estland kommt. Die sind jetzt mittlerweile also allesamt in Norwegen. Und so kümmert man sich dann schon darum, dass auch diese kleineren Eisschnelllaufländer, Ungarn mittlerweile, leider war ja mal eine große Eissportnation, oder Estland oder Spanien, dann auch vernünftige Ausbildungsmöglichkeiten im Eisschnelllauf haben. So, das wird den Ungarn hier, nicht nur ihm persönlich, sondern auch zu Hause generell, dem Eisschnelllaufverband, sehr, sehr gut tun, diese Goldmedaille gewonnen zu haben. Das also die drei Medaillengewinner in umgekehrter Reihenfolge. Und man ist hier relativ hurtig dabei, das Eis wieder neu herzurichten. Und da sind wir dann auch schon mit Live-Bildern beim ersten Paar der Teamverfolgung. Ganz simpel die ganze Angelegenheit. Sie kennen das vom Bahnradsport her. Wenn es dann aber über eine längere Distanz zur Sache geht. Die drei Jungs hier aus den Niederlanden, die müssen jetzt laufen gegen die Polen, die auf der entgegengesetzten Bahn, Seite der Bahn laufen. Jetzt geht es aber nicht zwangsweise darum, wer schlägt wen. Dieses System gibt es nur bei den Olympischen Spielen mit Runden. Das jetzt sagen wir mal als Beispiel. Die Niederländer schneller sind als die Polen. Dann dürfen die Niederländer in der nächsten Runde nochmal ran. Und die Polen sind ausgeschieden. Hier geht es jetzt rein um die Zeit. Wir haben dieses Paar Polen gegen Niederlande. Zettelwirtschaft. Weißrussland gegen Italien im zweiten Paar und dann auch Russland gegen die USA im letzten Paar und dann sind wir hier heute Abend auch schon durch. Und dieser Team-Event ist ein bisschen kompliziert, denn gerade auch in den Niederlanden, gut, die laufen jetzt hier alle für verschiedene Regionen, diese Jungs. Bei den Profis ist es so, die kommen aus verschiedenen Mannschaften. Die müssen sich erstmal zusammenraufen. Das ist auch ein Politikum in den Niederlanden. Wir setzen wie die Teamverfolgung zusammen. Die Polen machen jetzt hier erstmal keine Mätzchen mit den Niederlanden, legen erst einmal vor, müssen sie auch. Da gibt es schon auch gefährliche Mannschaften, die Italiener zum Beispiel, die werden sicherlich auf Krawall gebürstet sein. Mal schauen, ob Nancy hier heute Abend dann noch mitlaufen wird. Und es ist ganz, ganz wichtig, sehr schnell in diesen Rhythmus hineinzukommen. Und wir haben vielleicht noch so ein bisschen die Bilder vor Augen. Die deutsche Damenmannschaft, Olympische Winterspiele, Vancouver mit einem Drama im Finale gegen Japan, da wehnte man sich schon raus aus der Goldmedaille und rein in der Silbermedaille und dann am Ende hatten es die deutschen Damen noch gebogen und in der Runde zuvor die Schwimm- und Paddeleinlage von Anni Friesinger, unvergesslich. Und hier muss man zusehen, dass man eben schon schnell läuft, der Zeit wegen, aber dass man den dritten Mann, das schwächste Glied, immer mitnimmt. Dass der nicht hinten abfällt. Die ganze Geschichte steht, hängt und fällt eben mit dem schwächsten Läufer innerhalb dieses Trios. Und das eindrucksvoll bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften gesehen bei der norwegischen Mannschaft.
Howard Böcke hat das ganze Ding von vorne weggedröhnt. Das war wirklich beeindruckend, weil der, und Sie sehen das hier auch, man gibt sich ja gegenseitig Windschatten, fast ausschließlich den gesamten Verfolger von vorne, von der Spitze weggelaufen ist. Sehr, sehr selten, dass man das so sieht, obwohl einer muss hier schon die Leaderfunktion übernehmen und die Polen sind hier klar überlegen, lassen den Niederländern keine Chance. Und damit könnte es dann hier heute Abend schon die dritte polnische Medaille geben. Das ist ja hier schon relativ einfach. Wir wissen ja schon, zumindest mit dem nächsten Paar, ob es mit einer Medaille klappt für die Polen. Denn die werden sich hier zunächst einmal ganz klar gegen die Niederländer durchsetzen. Nur die Zeiten, die kann man jetzt natürlich schlecht einschätzen. Glockenzeichen, letzte Runde, also die müssen noch mal einmal rum. 31-2 diese Runde, auch die Niederländer auch, aber die haben jetzt schon Rückstand von mehr als 4 Sekunden. Und da läuft das auch nicht mehr ganz so rund bei den Niederländern. Hier sieht es noch gut aus, da hat der letzte Mann, muss sogar noch seinen Vordermann so ein bisschen anschieben. Und jetzt gleich gehen die drei wie ein Fächer auseinander. Jetzt muss sich der Vordere doch nochmal angucken, weil der Mittlere hat hier größte Probleme. Jetzt gehen sie, wie gesagt, wie so ein Fächer auseinander, weil die Zeit wird mit dem letzten Mann genommen. 4:03:05 notieren wir uns mal. Das ist jetzt die Referenzzeit für die Konkurrenten. Nächstes Paar Weißrussland gegen Italien. Übrigens ist schon ein paar Tage her, aber an der Art und Weise hat sich jetzt nicht viel geändert. Schon vor ein paar Jahren, ich fand das mal so ganz eindrücklich, hat der niederländische Bewegungswissenschaftler Jos de Koning, der für den KNSB, also den Königlichen Nationalen Skatsbond in den Niederlanden, also dem Eisschnelllaufverband, arbeitet, der hat das so erklärt, die beiden Athleten hinter dem Führenden können im Windschatten Kräfte sparen, logisch. Je enger man hintereinander läuft, desto größer ist dieser Effekt. Auch logisch. Ein gutes Ergebnis hängt also auch davon ab, wie schnell ein Team nach dem Start in die Formation kommt. Habe ich Ihnen gerade erzählt. Ja, schnell den Rhythmus aufnehmen. Und dann die sechste Runde. Die sechste Runde ist der Knackpunkt in dieser Runde. Da brechen nämlich die meisten Teams in sich so ein bisschen zusammen. Die Zeiten, gut, jetzt hier nicht vergleichbar mit dem Eis von Basilega di Pine. Dann nehmen wir mal nur die Hallenzeiten. Die springen dann so im Schnitt von 27 auf 28, eben in dieser sechsten Runde. Und wenn man jetzt einen sehr guten 1500-Meter-Mann in seinen Reihen hat, der hinten auf den letzten Runden sehr, sehr stark ist, dann kann die gesamte Mannschaft davon profitieren. Das so mehr oder minder mal auf ein ziemlich einfaches Level heruntergerissen, die Analyse von Jos de Koning. Am Wochenende, da zeigen wir Ihnen die Allround-Weltmeisterschaften aus Berlin. Da findet natürlich so ein Event hier nicht statt. Können wir aber trotzdem nochmal drüber reden. Dann sitzt hier nämlich an meiner Seite André Unterdörfel. Der wird das sicherlich alles nochmal ein bisschen besser erklären können, als ich das gerade gemacht habe. So, die Italiener gegen die Weißrussen. Die Italiener, die ein bisschen enttäuscht sind nach diesen ersten beiden Events. Die wollen jetzt was. Und ja, die Halle gibt es nur leider nicht mehr, aber der Geist der Olympischen Spiele von Turin, der weht hier schon auch irgendwie so ein bisschen herum. Die italienische Mannschaft, ein absolutes Vorbild, vielleicht auch für das Trio, das da unterwegs ist. Und so wie die Weißrussen laufen, werden die gleich ganz schnell Besuch von hinten bekommen, weil die Italiener sind flott unterwegs und die Weißrussen machen genau im Moment das Gegenteil und machen auch irgendwie gar nicht das, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Da hat man so ein bisschen den Eindruck, die weichen sich gegenseitig aus, damit sie sich besonders wenig Windschatten geben. Und die Italiener mit Riesenschritten kommen sie den Weißrussen näher. 27,6, die Eingangszeit, wie gesagt, diese Zeiten, die ich Ihnen vorhin mit 27,28 genannt habe, das sind natürlich Zeiten, normalerweise bei Weltmeisterschaften und auch im Weltcup werden diese WM, diese Events gelaufen unterm Dach.
Aber wir können uns trotzdem mal aus Spaß hier den Bahnrekord angucken. Der ist aufgestellt worden hier von den Koreanern Jo Kim und Co. 2013 bei der Universiade, der Ersatzuniversiade für Maribor. 3 Minuten 47,57 Sekunden. Und die Weißrussen sind gleich fällig. Und die Italiener sind hier ordentlich unterwegs gegenüber den Polen. Auch wenn jetzt hier der mittlere Mann mal eben kurz hat aufs Eis greifen müssen, um da die Balance in der Kurve zu halten. Das ist nicht so ganz einfach, weil einige Teams auch nicht die Chance haben, das so zu trainieren. Wie gesagt, in den Niederlanden ist das immer ganz besonders schwierig, weil mindestens einer aus dem Trio kein Mannschaftsmitglied der anderen beiden ist. Also nur mal so als Beispiel Blockhäusen und Sven Kramer nehmen dann noch einen dritten Mann mit. Hoppsa, jetzt sind die Italiener hier gerade so ein bisschen ins Straucheln gekommen. So, und jetzt aufpassen. Jetzt wird es natürlich interessant, auch für die Italiener. Die müssen jetzt hier in einem Zug, kommt ein bisschen Unruhe rein, am besten ganz ungestört an den Weißrussen vorbei. Und das gelingt nicht ganz so problemlos. Die haben zwar immer noch vor den Polen satten Vorsprung von 4,44 Sekunden, aber es ist natürlich jetzt auch durch diesen Überholvorgang eine Menge Unruhe reingekommen in dieses Trio. Man hat es vor allem gesehen, dass der letzte Mann, der Italiener, immer mal wieder seinen Vordermann auch so ein bisschen schieben musste. Ihn klar, erst einmal, weil er langsamer ist, der mittlere Mann. Jetzt mittlerweile hat sich das da, die Formation so ein bisschen geändert bei den Italienern. Er schiebt und schiebt und schiebt jetzt natürlich wieder seinen Vordermann. Aber das hat auch was damit zu tun, dass man da so ein bisschen auch aus der eigentlichen Formation bei dem Überholvorgang herausgekommen ist. Die Russen hatten früher so ein Problem auf etwas größerem Niveau. Ein Ivan Skobrev, der hat immer sehr viel Unruhe in dieses Trio reingebracht. Und das war natürlich kontraproduktiv. So ein bisschen sehen wir das bei den Italienern auch. Der größte der drei hier, der könnte auch schneller, muss aber seine anderen beiden Kollegen hier halt mitzerren. Und bei Skobrev war das meistens auch so der Fall. Der hat dann schnell die Nerven verloren und dann hatten die Russen ein Problem gehabt, da kollektiv ins Ziel zu kommen, was den Italienern mit Bestzeit gelungen ist. Und damit, also, haben auch die Gastgeber dieser Studentenweltmeisterschaften ihre Medaille. Die müssen jetzt hier noch eine Runde und Enrico Fabris dürfen wir schon mal gratulieren. Jawohl. Die sind hier aber auch platt, die Weißrussen. Das merken sie. Die haben sich schon in der vorletzten Kurve an die Oberschenkel gepackt. Die Weißrussen, die eigentlich in Minsk mit dieser Minsk-Arena auch eigentlich ein schönes Zuhause für den Eisschnelllaufsport haben. Davon konnten wir uns überzeugen bei den Europameisterschaften in diesem Winter. Also, das ist schon eine feine Halle, die man da 2011 in der weißrussischen Hauptstadt hingebaut hat. Die Polen wären froh, wenn sie so eine Halle schon fertig hätten. Die Tschechen wären froh, wenn sie überhaupt erstmal eine Halle hätten. So, hier nochmal der Überholvorgang. Also, die Medaille ist sicher, denn es kommt nur noch ein Paar. Russland gegen USA. So, und wir haben gerade über 2011 gesprochen. Da hat man also in Minsk diese Halle eröffnet. Und im gleichen Jahr in Russland, da hatte es dann eben diese Kooperation gegeben zwischen dem Studentensportverband, dem ROC, also dem Russischen Olympischen Komitee, und dem russischen Sportministerium. Vitali Mutko ist da ja der Chef und überhaupt alle Entscheidungen in Sachen Sport gehen ja über den Schreibtisch dieses Ministers in Russland. So, diese drei Herren kennen wir schon. Die haben wir vorhin über die 1500 Meter gesehen. Die durften mal vorhin schnell das Laktat aus der Muskulatur herausschütteln. Und jetzt dürfen sie nochmal angreifen. Und vielleicht bleibt dann ja am Ende für Russland eine Medaille hängen. Es wird schwer für beide. Und so wie ich sehe, sind sogar nur die Russen am Start. Die Amerikaner sind gar nicht gestartet. Okay.
die werden wohl noch schwer müde sein von ihrer Leistung vorhin über die 1500 Meter. Also müssen es die Russen, und da rutscht dem ersten Mann hier die Armbinde runter. Die Armbinde müssen die mitnehmen, jetzt hat er sie in die Hand genommen. Jetzt müssen die Russen alleine zusehen, dass sie hier um die Runden herumkommen in Richtung Medaillen. Wie gesagt, die Zeit der Italiener anzugreifen, das wird schon sehr schwer. Das war schon recht ordentlich, was die Italiener da gemacht haben. Wenn die Russen, die jetzt schon fast 9 Zehntel verloren haben, da rankommen wollen, dann vielleicht da in diesem Bereich, als die Italiener doch ein bisschen Probleme hatten beim Überrunden der Weißrussen. Aber das geht hier schon schnell deutlich nach hinten für die Russen. 1,54 jetzt schon der Rückstand. So, und da wird es dann jetzt natürlich dann auch für die Polen interessant, die dann damit heute Abend auch ihre dritte Medaille feiern. Einmal bei den Herren, einmal bei den Damen, und bei der Teamverfolgung wird das auch was werden. Aber was machen die Russen? Werden die Russen, die hier von Runde zu Runde immer so ein bisschen verlieren, jetzt waren es nochmal 900stel, die dazugekommen sind, werden sie am Ende diesen dritten Platz verteidigen können oder rutschen sie noch vom Podest runter? Zumindest verlieren sie weiter an Zeit, können aber die Platzierung halten. 1,91, ein Russland, da feiert man sich in Sachen Eisschnelllauf derzeit selbst. Wir hatten ja nun in diesem Winter die Einzelstreckenweltmeisterschaften in Kolomna mit eben diesen fantastischen Ergebnissen von Denis Yuskov, von Pavel Kulishnikov, von Ruslan Murashov. Und ich glaube, und da haben die Russen auch recht, man war selten so stark in Russland im Herrenbereich wie aktuell. Gibt es gar keinen Zweifel, auch gerade im Sprintbereich, wer da Chef im Ring ist. Und das Einzige, was gerade auch Konstantin Poltavets, der Cheftrainer in Russland, ist da Sorgen bereitet. Bei den russischen Meisterschaften hat er gesagt, das ist ja alles gut und schön. Kulishnikov und die anderen Herren, die ich ihn gerade genannt habe, wie gut die drauf sind. Aber in den Regionen, das hat der Cheftrainer höchstpersönlich gesagt, da sieht es desaströs aus. Da sind wohl bei den russischen Meisterschaften zum Teil Zeiten gelaufen worden, die zumindest in den Augen von Poltavets unterirdisch waren. Und das macht ihm dann schon ein bisschen Angst. Gut, das war jetzt ein Event, aber der wird da schon ein bisschen realistischer einschätzen, dass das wohl offensichtlich gerade auch so in den Regionen nicht ganz so rund läuft, wie man sich das vorgenommen hat, obwohl man hat genügend Eisbahnen in Russland. Das ist ja nicht nur Kolomna, das ist ja auch dieses Adlernest in Sotschi, dann hat man noch eine Bahn in Scheljabinsk und noch andere Standorte, Krasnodar zum Beispiel gehört auch noch mit dazu. Also ein bisschen Sorgenfalten hat man da schon. Hier weiß ich nicht, ob man hier noch Sorgenfalten hat. Also die Italiener feiern die Goldmedaille und die Russen, was feiern die am Ende? Laufen aber auch sehr unruhig in ihrer Formation. Einer läuft sauber in der Mitte, die anderen beiden, die hampeln mir auch ein bisschen zu viel mit den Armen und mit dem Oberkörper herum. Aber ich habe Ihnen das vorhin gesagt, Solochin, der auf diesem Eis vor 2 Jahren bei der Universiade den 20. Platz über die 1500 Meter angeboten hat, der hat sich auch nicht wirklich weiterentwickelt in dieser Zeit. So, und diese war richtig müde, reicht aber immer noch zur Bronzemedaille am Ende. Und damit schließen wir diesen ersten Tag dieser Studentenweltmeisterschaften mit einer italienischen Goldmedaille ab, mit einer russischen Bronzemedaille, und die Polen sind wieder auf dem allerbesten Weg am Ende dieser Studentenweltmeisterschaften Top-Nation im Medaillenspiegel zu sein. Na, zumindest mal was die Anzahl der Medaillen anbelangt. Das ist dann das sogenannte amerikanische System. Egal was für eine Medaillenfarbe, alles in einen Topf reinwerfen. Hauptsache man hat viele Medaillen am Ende. 16 mal Bronze ist genauso viel wert bei denen wie 16 mal Gold. So, da geht sogar noch die Binde flöten am Ende. Offensichtlich hatten sie damit schon größere Probleme gehabt. 2 der 3 Herren
Und das ist das Endergebnis. Also, die Italiener mit Gold, Silber für die Polen, die in jedem Event hier heute Abend eine Medaille geholt haben. Die Russen, auch wenn es knapp geworden ist, mit der Bronzemedaille und die Niederländer im Studentenbereich eben nicht mit dem gleichen Format unterwegs wie mit der Elitegruppe, weder bei den Damen noch bei den Herren. Das war doch eine kurzweilige Angelegenheit. Und wenn Sie Bock auf mehr haben, dann Samstagabend, Sonntagabend haben wir noch mehr Eisschnelllauf für Sie im Angebot. Auch auf Eurosport 2. Wir haben die Allround-Weltmeisterschaften in Berlin. Und wir haben den finalen Tag hier der Studentenweltmeisterschaften mit den beiden Massenstart-Events und den beiden 500-Meter-Läufen. Also ist noch eine Menge drin hier in Sachen Eissport bei Eurosport. Mein Name ist Marc Rode. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch einen schönen, angenehmen Abend. Und morgen geht's weiter mit Wintersport. Skialpin, nordische Kombination, Skispringen, Skilanglauf, alles mit dabei, live bei Eurosport 1 und 2. Schönen Abend, bis dahin. University Championships. FISU, today's stars, tomorrow's leaders.